Vertrauen dann auf die ältere Menschen eine vernünftige Form der Bewegung ist und fit und gesund hält. Weiß ich eh, dann bin ich Mitglied von Wanderverein geworden. Also, du bist Mitglied von einem Wanderverein geworden? Du, der eine Kondition hat wie ein schwangerer Regenwurm, die so langsam keiner dir gar nicht kennt, dass du überhaupt mitkommst. Alles halb so schlimm. Ich schaue mir da gerade ein neues Programm an. Das ist interessant, durchzuhören. 18. März Anwandern. 1. April Busfahrt nach Freistadt. 15. April Busfahrt nach Birbisch. 20. Mai Busfahrt nach Windischkasten. 17. Juni Busfahrt zum Kummerbauerstall. 4. bis 8. Juli Ausflug nach Südtirol. 19. August Busfahrt nach Marienzell. 23. September Busfahrt nach Kupiern. 13. Oktober Franz Flasch Leistungsmarsch. 21. Oktober Martini-Wanderung. Ja, den Leistungsmarsch und die Martini-Wanderung, die lasse ich aus, die Busfahrt wird gelungen. Bin eh schon da. Ein bisschen Geduld, meine Herren. Seht ihr, das ganze Hauptsblatt leid ist? Aber was darf ich servieren, bitte? Na, nachdem es schon ein bisschen spät auf der Nacht ist, wird Herr Nikolaus das übliche Feierabendmenü. Zwei Scheiben Schinken auf einem Meckerl. Als Druck jetzt der offiziell gehen Öl mit einem Mockerlöffel und ein Glas Wasser, wie das übliche. Komm sofort. Aber Herr Helmut, das Menü von Herrn Nikolaus. Ja, was ist damit? Das ist bei der Herstellung sehr zeitaufwendig. Darum ist es auch ein bisschen teuer. Da hätte ich einen Vorschlag. Gebt einem einen Fünfer und der soll zum Sandel wie gehen. Den sind immer ein Zehner der Spanner. Sag mal, warum bist du denn so elegant mit Krawatten? Das kennen wir von dir gar nicht, dass du in Pension bist. Ich muss heute noch zu einer Verlobungsfeier. Ein richtiges Kopfschmied mit einem Kosmetiker. Und ist eine gute Partie? Ich denke schon, du. Er hat eine Salbe erfunden, in der kriegst du alle Falten weg. Die verkauft sich sensationell. Wirklich? Alle Falten? Ja, gestern war das ja wirklich der Arschloch-Idiot. Ja, wo ist es ja unglaublich. Meine Herren, darf ich servieren, bitte? Sie, Herr Helmut, im Münchel. Sie haben wir. Ah, Entschuldigung, Herr Nikolaus. Jetzt sagen wir nur, Herr Thomas, Sie haben schon wieder erfahren, haben Sie schon wieder getrunken? Ich trinke nie im Dienst. Und machst du dann so rote Augen? Rote Augen? Das ist kein Beweis, dass ich trinke. Ich könnte ein Kamikel sein. Aber, was das wäre, Kummer, ich war Frechdachs. Du wurde nicht ärgern. Du, ich ärgere mich ja eh nicht. Ich freue mich nur, dass sie deine Nichte verlobt hat. Die meinige wird sie nämlich jetzt auch bald verloben. Wie hat sie verwendet? Mit einem Statistiker. Was? Mit einem Statistiker. Das schreibt man mir jetzt. Sag mal, hast du noch nie den Du gelesen? Was ist das schon wieder? Na, ein Du. Nein, aber die Bücher wollen den noch bis verfilmt werden. Ein Du kann man nicht verfilmen, weil das ist ein Rechtschreibbuch. Ein Down habe ich das sicher nicht gewusst. Du weißt nicht, was ein Statistiker ist. Danke, aber ich bin ein Katarotto. Ein Statistiker ist der, der was im Theater auf der Bühne über dumm steht und nichts zu reden. Also, in deiner Nähe besteht, ist kein Wort, dass man von einem Geistesblitz getroffen wird. Was du meinst, ist ein Statist. Ein Statistiker ist ein Mensch, der zum Beispiel aussieht, wie viele Liter Rotwein heute getrunken wird, während der Schnellzug der neuen Westmann von Wien nach Salzburg fährt. Davon kann man reden. Sehr gut sogar, sehr gut sogar. Die Statistik hat festgestellt, dass die Geschäfte immer besser werden. Sogar für die Statistiker. Ein Freund meiner Nichte bekommt 3.500 Euro im Monat, nur damit er aussieht, was einer machen muss, hat er nur 1.000 Euro im Monat verdient. Ja, Statistik, schau. Warte, ich habe das aufgeschrieben. Und der Freund meiner Nichte hat gesagt, ich bin ein trotziger Mensch. Ja, und ich merke mir das sowieso nicht. Ja, also, soll man das so sagen. Also, Statistik ist die systematische Massenbeobachtung mit dem Zweck der Aufdeckung charakteristischer Erscheinung der Massen. Hast du das jetzt verstanden? Nein. Also pass auf, der zukünftige meiner Nichte hat zum Beispiel ausgerechnet, dass ich New York alle halbe Stunde am Anfang am Auto überfahren werde. Das ist ja schrecklich. Wir wollten das aus, wir bekommen das rein. Das ist ja nicht dasselbe, das ist ja nur statistisch gesehen. Ich verstehe das, erklär. Ja, pass auf, ich habe das ein bisschen eine Gegebenheit.
Ja. In Österreich hat die Statistik zum Beispiel festgestellt, dass auf eine Person da eine Flasche Sekt kommt. Wirklich? Also wenn das alles, was du sagst, dann will ich dir wissen, was wir verloren mein Volksgesetz haben. Pass auf, ich erkläre das ein bisschen anders. Schau, zum Beispiel, wenn einer vier Flaschen trinkt und drei keine, dann wird jeder eine getrunken. Hast du das jetzt verstanden? Nein, erklär mir das. Ja. Dann probieren wir es ein bisschen anders. 1000 Mann. 1000 Mann. Kannst du das vorstellen? Ich glaube, warum das her? Also, bei den 1000 Mann ist er wurscht. Bei den 1000 Mann oder 1000 Meilen ist immer einer dabei, der über 1,90 Meter groß ist. Na, jetzt verstehe ich es. Das ist der, was im Kino immer vor mir sitzt. Nein, das ist nicht der, der vor dir sitzt. Du natürlich. Warum sehe ich denn da nichts von viel? Weißt du nichts von Statistik, verstehst du? Ja, danke, ich bin ein Katrumpel. Statistik ist ein Mann, der über 1,90 Meter groß ist, der mein Sekt checkert, alle halben Stunden lauter zusammengekehrt und von mir immer gibt es nur. Das ist ein Blödsinn, das ist doch keine Wissenschaft, das ist unnötig. Das ist nicht unnötig, das ist sehr wichtig. In Holland hat zum Beispiel die Statistik festgestellt, dass täglich 1 Million Heringe gefangen werden. Das heißt also, in Amsterdam kommen auf eine Person 10 Heringe. Stell dir vor, ich war in Amsterdam. Das sind eine sinnköpfige Verhülle. Alle Tag sind's klar. Dabei, meine Schwiegermutter ist gar keine Fische. Allein der Staub in der Wohnung. So, 3, 4 Punkte vielleicht der Tante Christel geben. Aha, die hätte da selber Zähne. Ich weiß, dann habe ich Spaß gut gemacht. Ja, jetzt sieh ich's. Du verstehst dich nicht, du bist wirklich so täglich. Ja, glaubst du, dass du etwas gescheitert bist? Natürlich bin ich etwas gescheitert. Ich würde es jetzt gleich erklären, warum. Schau, Neidhafer hat 5000 Einwohner. In China kommen täglich 1 Million Hunde zur Welt. Das heißt also, wenn ich Neidhafer einer ausatme, dann kommt in China ein junger Hund zur Welt. So blöd! Warum? Was sagst du denn? Ja, wenn China gerade ein Hund zur Welt kommt. Ich gebe schon eine ganze Kinder mit Hunden. Ja, noch was servieren? Ja, Oma, wo ist ein junger Hund? Hast du was Eier mit deinem Menü drin? Du, es ist wirklich ein Ding, dass ein Mensch für ein anderes denken kann. Weil die Statistik hat nämlich festgestellt, und einer ein ganzer Sieger und der andere ganz, dann haben beide je ein halbes. Aber alles zusammen. Wie geht's zur Verlobungsfeier von meiner Nichte? Nein, Moment, das wird so nach der Rote reingewohnt. Und ich hab das noch nicht gekriegt, ich hätte einen Booster drauf. Und der ist vor einer halben Stunde ganz drum. Ich? Ja klar, ich vor einer halben Stunde ein Viertel drum. Und die Statistik sagt, wenn einer ein Viertel trinkt, dann trinkt er